Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und erzähle dir, wieso es die Skorpionfrau schafft, den Steinbockmann ganz, ganz aufzuweichen. Normalerweise ist ja der Steinbockmann so, dass der tonangebend ist, dass er die Führung übernimmt, dass er sehr zielstrebig und sehr klar ist. Also eine Person, die schon eine große Dominanz ausstrahlt und Führungscharakter sozusagen mitbringt und das natürlich das Umfeld auch sofort erkennt und dementsprechend ja auch schon mal so eher aufschaut. Aber so wie der Steinbockmann auf eine Skorpionfrau trifft, bröckelt in ihm alles zusammen. Denn die Skorpionfrau hat einen sehr durchdringenden Blick und das verunsichert den Steinbockmann so sehr, dass er sogar anfängt zurückzuweichen, obwohl er diese klare, nüchterne, sachliche Art von einer Steinbockfrau ganz toll findet und sich auch in der Regel immer in eine Skorpionfrau, also die klare, sachliche, nüchterne Art einer Skorpionfrau lässt den Steinbockmann sich sofort in sie verlieben. Und dennoch wird er fast schüchtern und zieht sich sozusagen zurück. Und das ist aber was der Skorpionfrau wieder so gut gefällt. Denn die mag irgendwie nicht so gerne das, was sich so offensichtlich in den Vordergrund hineinschiebt, sondern die guckt ja immer so in die tiefsten Abgründe. Also die ist ja jemand, der also wirklich bis auf den tiefsten Grund des Bodens sozusagen runter analysiert und psychologisch eben halt auch wissen will, was steckt genau hinter allem sozusagen. Also die versucht auch psychologisch alles zu erfassen und wenn ein Skorpion einen ins Auge fasst und einen sozusagen röntgen will, dann kann der Skorpion das auch und das macht er sozusagen bis man quasi fast wie nackt vor dem steht. Und das lässt eben halt den Steinbockmann das schüchtert ihn sehr ein und fasziniert ihn auf der anderen Seite einfach ganz gnadenlos. Also diese zwei würden auf alle Fälle auch sehr gut zueinander passen, weil in dieser Beziehung, man soll es nicht glauben, hätte auch eher die Skorpionfrau mehr die Hosen an, hat aber das genügende Talent oder Gespür, weil wenn ein Skorpion liebt und eine Skorpionfrau liebt, dann liebt die zu Trilliarden Prozent. Da ist es ja immer so ganz oder gar nicht. Und wenn die liebt, dann liebt die extrem leidenschaftlich und dann will die ihrem Partner natürlich alles Gute zukommen lassen. Und das heißt, die würde ihren Steinbockmann sehr gut auffangen, ein gutes Gespür für ihn haben, ihm zuhören. Und wenn ein Steinböcke an sich erarbeiten sich ja ihren Erfolg durch sehr viel Fleiß und sehr viel Disziplin und sind in der Regel immer so, dass man sagen kann, beim Steinbock ist immer irgendwo auch ein Erfolg zu finden im Leben. Und eine Skorpionfrau könnte das noch sehr, sehr verstärken, dass ein Steinbockmann geschmeidiger und schneller und gezielter sozusagen zum Erfolg kommt, weil sie es schafft, ihn entsprechend zu coachen, zu unterstützen, zu unterfangen sozusagen. Also diese beiden, das ist wirklich eine sehr gute Kombination, weil die Skorpionfrau, was die an dem Steinbockmann mag, ist seine Nüchternheit. Also dem Skorpion ist es ja nicht so wichtig, irgendwie der Glamour und der Luxus, und das braucht der Skorpion alles gar nicht. Der ist ja sehr psychologisch unterwegs, sehr geistig unterwegs, dem ist das Materielle auch nicht so richtig wichtig. Und der Steinbockmann würde ja einer Skorpionfrau sozusagen das entsprechende Paket, materielle Paket mitbringen, so dass sie sich ganz ihrem psychologischen Naturell und Talent eben halt hingeben könnte. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, diese kleine Ausführung hat euch gefallen. Da fällt mir ein, ich will ja immer jetzt sagen in den Filmchen,
dass keiner von uns nur sein Sternzeichen ist. Ja, also wenn wir hier über das Naturell des Tierkreises, des Sternzeichens sprechen, dann geht es natürlich erstmal nur um das Grundprinzip. Also es geht nicht so sehr um den Steinbock-Mann, weil Steinbock-Männer können alle sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie ihr Geburtshoroskop sozusagen ausgestaltet ist. Natürlich zieht sich der Steinbock-Charakter schon wie ein roter Faden durch alle Steinbock Menschen eben halt auch hindurch, aber auf unterschiedlicher Ebene oder auch unterschiedlich stark ausgeprägt ins Verstärkende oder auch Abschwächende hinein, je nachdem, wie eben halt das genaue persönliche Horoskop dann ausgestaltet ist. Und dazu muss man ja nicht nur den Geburtstag haben, sondern auch den Ort und vor allen Dingen die ganz exakte Zeit, weil das sozusagen erst das vollständige Horoskop eines Menschen anzeigt oder hergibt. Und das Horoskop eines Menschen ist ja wie eine DNA völlig unverwechselbar, also wirklich auf diese Person so ganz zugeschnitten. Deswegen passiert das eben halt sehr oft, dass viele Menschen denken, Mensch, Astrologie, das ist doch alles Käse, weil ich bin Steinbock, finde mich aber überhaupt nicht in dem wieder, was da draußen so geschrieben wird, wenn über den Steinbock geschrieben wird. Und das liegt dann eben halt daran, also wenn du dann eben halt hohe, ich sag mal Skorpion, ein hohes Skorpion naturell in deinem Horoskop verankert ist, obwohl du Steinbock bist, dann findest du dich eben halt im Skorpion viel mehr wieder als im Steinbock. Ja, mehr Wissenswertes dazu findet ihr auf unserer Webseite. Da packe ich euch mal einen Link hier unten rein. Oder zwei oder drei, je nachdem, was mir dann beim Weiterbasteln dieses Filmchen so einfällt. Und ja, natürlich machen wir auch astrologische Beratungen, also falls ihr selber alleine nicht weiter wisst oder denkt, nee, da brauche ich jetzt einfach mal einen Profi, dann ruf halt einfach an. Informationen dazu findest du auch auf unserer Webseite. Ich hoffe trotzdem, dass dir dieser kleine Ausflug jetzt hier in die Astrologie so weit gefallen hat, dass du mir ein Like hinterlässt, und sehr schön würde ich das finden, wenn du es nicht nur konsumierst, sondern auch abonnierst, denn das bringt mir sozusagen Motivation. Mit steigenden Abonnentenzahl habe ich einfach mehr Bock, hier weiterzumachen. Dann merke ich auch, das Ganze macht Sinn für mich sozusagen, dass ich viele Leute erreiche. Und ich weiß, dass hier irgendwie 98% nur gucken, aber nicht abonnieren. Das finde ich sehr schade, weil das Abonnieren eben halt ein direktes Anerkennen meiner Leistung hier ist. Und deswegen bitte Leute, seid so lieb und abonniert mich, weil dann würden wir uns auch im nächsten Filmchen wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und viel gute Energie.